So viel zum Thema jetzt nicht schießen. Pass mal auf, Freund der Sonne, ey. Versuch's mal, ey. Wie hältst denn du aus? Oh, der war gut. Was denn? Was denn? Warum nicht? Geh kaputt? Oh, fuck! Okay, sonst ist keiner mehr hier, ne? Nur noch du und ich und... So, ich habe keine Munition zum Nachladen. Es muss also so gehen. Ihr Schweine, ey. Wir sind Freunde, weißt du? Friendly, friendly. Das kennen wir auch. Tja, wie blöd von euch. Friendly, friendly, weißt du? Das kennen wir noch aus DayZ. Da sagen sie das auch alle. Ich bin dein Freund, alles gut. Ich schieß nicht auf dich. Und dann im nächsten Moment, weißt du? Nur weil du eine Fuck! Nur weil du eine Dose Bohnen in der Hand hast, kommt einer wie wild auf dich zugestürmt und schießt dich einfach ab. So. Ich glaube, wir werden jetzt mit der Schrotflinte mehr kämpfen. Okay, das ist dafür da, um die Dinger zu bewegen. Die mache ich dann auf. Ist auf jeden Fall hier Munition. Schön, Munition ist voll. Dann laden wir die Waffe gleich mal durch. Die hatten wir schon. Oh, wie schnell die nachlädt. Aber dafür habe ich auch die ganzen Verbesserungen gekauft, ne? Das sollte man nicht aus den Augen lassen. Ich werde jetzt hier einfach mal das Ding aufmachen. So. Okay. Und jetzt den auch. Komm schon, komm schon. Das war doch schon gar nicht so schlecht. So, nochmal. Was denn? Hat's das jetzt nicht gebracht? Und nochmal. Oh, schau mal, da der bricht gleich durch. Oder? Ich muss den da mal irgendwie so ein bisschen schräg in die Richtung. So, dass du da mal ein bisschen... Vielleicht immer nur ein Fenster? Ja, das wäre eine Idee. Vielen Dank, Lara. Da hätte man theoretisch auch von selber drauf kommen können, aber zum Glück ist Frau Croft da so gut, dass ihr das klar ist. Genau. So. Ach, scheiße. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee war. So, den machen wir wieder zu. Oh, wie das hier sich schon alles zur Seite neigt. Den machen wir wieder auf. So. So, und jetzt mache ich den hier noch. Oh, wer schießt denn da? Und wo? Was? Ja. Na, sonst noch wer? Ich hab noch ein bisschen Munition. Oh doch. Arschloch. Nicht mit mir hier. Ich muss sofort hier raus. Mit der Glocke müsste es gehen. Ja, ich weiß. Ich
muss mich da nur irgendwie gegen die ganzen anderen Jungs kämpfen. Irgendwie wehren. So. Boah, was für ein verdammter Sturm. Ja, das sieht gut aus. Zeit zu gehen. Na! Au. Scheiße! Fuck! Nein, 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 nein! Nicht brennen, nicht brennen, nicht brennen! Oh. Nicht stehen bleiben! Fuck! Komm schon, durchhalten, durchhalten, du hast es fast geschafft! Schau mal, da vorne geht's schon raus! Wie gut! Nein! Oh Gott! Was der Wahnsinn, ist noch nicht vorbei! Oh, das ist doch nicht normal! Oh, Puls von 200 Grad! So geht's mir auch gerade. Oh Mann. Hallo? Hallo? Sam? Hallo? Sam? Hier ist Lara. Oh Gott, Lara. Es tut so gut, dich zu hören. Ich auch, Sam. Ist der Rest der Crew bei dir? Nein. Ich habe das Funkgerät einer Wache gestohlen. Eine Wache? Ich wurde entführt. Was? Wo bist du? Ich weiß nicht. In einem japanischen Palast. Sie reden immer über ein Feuerritual. Lara, ich habe eine scheiß Angst. Scheiße, da kommt jemand. Sie dürfen nicht sehen. Sam? Sam! Ein Feuerritual. Wie auf dem Bild in Himikos Grab. Roth, bist du da? Ich bin unterwegs zum Palast. Wenn Sam recht hat, werden die anderen auch dort festgehalten. Ich komme zu dir. Und wir gehen zusammen rein. Okay. Gerade als ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Was waren das für Dinger in dem Kloster? Sie waren gekleidet wie die Sturmwache und ihre Geräusche waren fast unmenschlich. Scheiße. Hör dir mal selber zu, Lara. Du klingst wie Dad. Es ist, als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Okay, jetzt klinge ich wirklich wie Dad. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Und sie würden sicher nicht zögern, mich auch zu töten. Aber daran darf ich jetzt nicht denken. Sam ist in Schwierigkeiten und ich muss sie zurückholen. Sie verlässt sich auf mich. Ja, es wäre besser. Gerade Freunde sollte man sich warm halten. So. Was haben wir für Möglichkeiten? Wir können dahin. Da kommen wir so auch rüber. Was ist denn da hinten? Ah, da ist noch so ein Ding. Na, dann werde ich doch mal eben schnell hier. Oh, ich bin jetzt der Bücherwurm. Warum auch immer. Komme ich denn von dem dann wieder rüber? Schauen wir erstmal, was hier ist. Bevor ich mich da ins... Das wollen wir alle. Aber es wird nicht passieren.
Die Stürme lassen uns niemals weg. Wohin? Nichts, Van. Wenn du von ihr weg willst, spring von der Klippe. Einen anderen Weg gibt's nicht. Und jetzt lass mich in Ruhe die Flasche leeren. Oh Mann, das sind ja echt nette Zeitgenossen. Also wir müssen jetzt mal versuchen, dass wir da irgendwie rüberkommen. Mal schauen, dass ich da jetzt irgendwie möglichst ohne zu sterben. Ich werde einfach springen. Einfach springen. Siehst du? Wunderbar. So, den haben wir auch. Komme ich da jetzt wieder weg? Ah ja, kein Problem. Steck die Waffe weg, wir wollen nach da oben. Jetzt schauen wir nochmal hier. Aber es ist wahrscheinlich genau der gleiche Weg, nur die andere Richtung. Nee, eben gerade war ich da unten. Oder da oben. Um genau zu sein. Tja, was machen wir jetzt? Ach geil, das ging gut. Okay, sind nur noch zwei gegen einer. Ja, skillig würde ich sagen. Kopfschüsse zählen eben doch ein bisschen mehr. Also. Ach, wisst ihr, wo ich jetzt bin? Genau da, wo ich die ganze Zeit hin wollte. In einer der letzten Folgen stand ich da oben und habe mich immer gefragt, wie ich da jetzt hinkomme. Jetzt wissen wir es. Es war also doch irgendwie möglich. Ich bin da, Sam. Alles okay? Was wollen die von mir, Lara? Ein Feuerritual? Das ist so krank. Hör zu, ich komme und hol dich. Ich werde dich da rausholen. Bitte, bitte hilf mir, Lara. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir, Sam. Hey, sie hat das Sam! Sam! Hilfe! Lass sie in Ruhe, ihr verdammten Schweine! Lass sie sofort in Ruhe! Wir sollten uns gleich darum kümmern, die Freundin jetzt irgendwie zu retten. Aber vorher, das muss die Freundin auch verstehen, muss ich jetzt hier noch die Dinger looten. Die Munition und hier das Teil. Es mangelt mir an nichts. Als Priesterin der Sonnenkönigin stehe ich am Hofe über allen anderen. Ich werde geschult in Sprachen, Etikette, Geschichte, Kriegsführung. Alles, was zum Herrschen vonnöten ist. Und die Königin ist wie eine Mutter zu mir. Warm, fürsorglich, liebend. Doch es fühlt sich falsch an, wie eine Art Schauspiel. Auch die anderen Priesterinnen sind beunruhigt. Einige fühlen dasselbe wie ich. Vielleicht sogar alle. Aber warum? Wovor haben wir Angst? Die Priesterin hieß Hoshi. Das ist ja ein Ding. Hoshi Hoshi. Haben wir hier oben noch mehr? Außer eine schöne Aussicht, glaube ich nicht. Noch ein bisschen Munition, aber Munition ist voll. Gehen wir mal weiter. Kriegen wir auch noch mehr Munition. Heißt im Klartext, wir werden gleich wieder ordentlich ballern wahrscheinlich. Ich kann irgendwie nicht mehr Munition tragen, sehe ich gerade. Wahrscheinlich muss ich das erst noch freischalten. So nach und nach. Ach, scheiße! Teufel war das? Ich weiß nicht. Flugzeugtrümmer? Mach weiter. Ich gehe und sehe nach. Ja, komm mal gucken.
Hier ist nichts. Verdammte Ruinen. Auf der Insel bricht bald alles zusammen.